Ich drück mich auch gerade mega hart von dem Shooter, aber egal. Das sind auch irgendwie gleich mit. Oh Gott. Rattiger, jawohl. Noch rattiger geht's nicht. Es ist wieder hochgegangen. Ladies and Gentlemen, willkommen zur zweiten Folge von Pokémon Fusion 2 Generator. Ne, Pokémon Fusion Generator 2. Klingt gut, das klingt besser. Viel besser. Viel besser. Ich bin so ein Genie, einen Namen gegeben. Heute suchen wir wieder Pokémon aus, die miteinander vögeln. Letztes Mal gab es schon geile Ergebnisse, jetzt gucken wir halt nochmal. Letztes Mal habe ich das erste ausgesucht. Ich würde sagen, dann suchst du mal das erste wieder aus. Also wir wechseln hin und her. Diesmal fängt Sven an, sucht dir das erste aus und ich entscheide dann, was das männliche Gegenpart ist. Oder weibliche, je nachdem. Könnt ihr ja aussuchen, was ihr meint, was ist. Und danach werden wir einmal bewerten, wie geil wir das finden. Von 1 bis 10 Pokébällen. Ich glaube, zweite Generation. Ja. Tanzer kann es sein, irgendwie dieser Tanzhappen. Tanzer, den meinst du? Genau. Goody. Die Entwicklung nimmst du? Das finde ich auch gerade einen interessanten Gedanken drin, irgendwie. Warum nicht? Intern wird nicht. Ich habe wohl gesagt, intern wird nicht gebumst, aber das war auf dem Kanal getroffen. Die Pokémon können von mir aus intern bumsen. Du ist Pokémon Inzest, warum nicht? Komm, wir machen Inzest wieder in. Wieder hoch! Er hat auf den Boden geklatscht und auseinandergefallen, so sieht er aus. Ich finde das sieht irgendwie voll cool. Ich muss gerade an Tadeus denken. Der hat einfach so diesen. Oder wie so ein Smiley hier da vorne so. So Bickel. Ich finde das irgendwie cool. Sprich das mal aus. Fotzena. Mit Fotzenza. Ich bin ein großer Logok-Fan, obwohl Logok umstrittenes Pokémon ist. Deswegen nehme ich Logok. Auf jeden Fall. Wer für Logok, Sven? Ich habe Kapaloris im Kopf. Kapaloris. Capoeira, Kapaloris, Kapaloris. Oh Gott. Kapaloris. Logok ist echt ein cooles Pokémon. Du hast mir mein Weltbild kaputt gemacht. Danke, Sven. Was ist das denn? Guck mal, da unten ist das Hütchen, wo Mario immer reinspringt. Beim, dieses grüne Rohr, wo er immer reinspringt. What the fuck ist das denn? Wie geil ist das? Und es hat zwei Baseballhandschuhe in der Hand. Und ich. Vor allem, das sieht nicht mal aus wie ein Feuer-Pokémon. Ich finde auch geil, Wasser-Feuer auch cool. Das ist eine geile Kombo. Vom Aussehen. Du hast das Hauptpark gesehen, ne? Ja. Kennst du diese Folgen mit den Tierschützern? Wo die mit Rieseneinlauf und Kotstuhl und so. Ja, wo Stan da in diesem Park da bei denen wohnt oder irgendwie so. Ja, genau, oder, wo dieses komische Küken ist. Das ganze Brüll töte mich. Ich muss daran gerade denken, wenn ich gerade das Gesicht da sehe, dann muss ich dann denken, das macht auch gerade so den Mund auf, töte mich. Töte mich! Geschlecht ist das gar nicht. So, sieht. Guck dir das an, der hat ein Mario-Rohr, wo Mario mal reinballert. So, Rock. Okay, erstes Pokémon ist ein. Wie ist es nämlich denn? Gengar. Ich bleib bei der Farbe. Radgar. LOL, was bist du denn für ein Ding? Das sieht aus wie ein Dino. Das sieht komisch aus. Ich finde das mega geil. Das sieht aus, als ob ich Gengar gar nicht gefressen hätte. Scheiße, ich habe gar nicht gesagt, hier bewerten und so, habe ich ja gesagt. Das war gerade eine ganz klare 9. Ich drück mich auch gerade mega hart von dem Shooter, aber egal. Das sind auch irgendwie gleich mit. Oh Gott. Rattiger, jawohl. Noch rattiger geht's nicht. Janik.
Das ist wie so ein Müllschlucker, der dich. Der, egal was du dann, was du hast, der macht den Mund auf und steckst und du steckst rein. Okay, das geht falsch, Moment. Aber was meine ich das? Du steckst rein. 8,9? Ja. 8,9 gebe ich dem, weil ich fand das gerade ein bisschen cooler gerade noch. Aber den finde ich auch nice. So, da darfst du jetzt zwei Pokémon aussuchen. Männchen und Weibchen. Wer, okay. Wer, du darfst jetzt ein Pokémon erschaffen. Ich möchte ganz gerne ein Carpador und ein Brutalander. Was denn? Oh Gott! Vor allem gibt's auch, glaube ich, nicht so viel. Toll, Sven! Toll, Sven! Das sieht wirklich aus wie Töte mich! Toll, Sven! Das war nicht okay! Natürlich! Es hat Flügel. Es sieht gut aus. Brutados. Brutados kriegt voll Spanisch. Juan dos tres. Also, ich find's gewaltig. Es sieht aus wie Raupi, wie der Typ, der Raupi irgendwie. Es sieht aus wie Raupi, wie das Pokémon, das Raupi immer in der Schule gemobbt hat. Gerade so die Raupi-Schule, weißt du, so wie so ein Käfer, sieht ja aus wie eine Raupe. Weißt du, so eine Raupenschule und Raupi wurde halt immer gemobbt von Brutados. Mein Platz! Sieht aus wie so. Das ist ein Raupi-Mobby-Dick, ja. Du musst mir vorstellen, wenn das jetzt fliegt, ne? Und da gerade, dass der so lang ist, sieht das dann aus, als ob einfach nur so eine Kackwurst so runterhängen mit so Flügeln. Ich hoffe, ihr habt alle abgeschaltet. Danke. Ich nehme jetzt die Jungglut, oh. Und Glutexo. Weil ich danach die Weiterentwicklung sehen muss. Ah, okay. Weil Lobo und Glurak stelle ich mir auch cool vor. Ja. Ich kann total scheiße aussehen, aber ich stelle es mir cool vor. Passt hier bei dir was oder? Weil ich habe immer noch Garados und Brutalander stehen. Gluglut! Er steht bei mir noch gar nicht. Bei mir schon! Gar nicht. Ich hab Stammbild! Sven! Ich hab Stammbild bei Discord! Weiß nicht, wo meinst du die? Weißt du, wie das sieht aus? Also, ach, der alles trainiert, außer die Beine. Für die Leute, die einfach nur auf den Bildern gut aussehen wollen und wo die Beine dann nicht sichtbar sind, die. Ja, nee. Holy, was bist du denn? Das sieht nicht gut aus. Das ist ja wie so fucking Fairy Pokémon. Was für Fairy? Ich hab Fairy erschaffen. Na! Aber du hattest recht mit den Namen. Oh. Ich möchte mal tauschen. Nur Gott gefällt mir nicht. Letzte Chance! Ihr habt jetzt Werbung. Nein, Spaß. Oh Mann. Keine Werbung? Nein, keine Werbung. Wir hätten ja Werbung und könnten den viel geileren Content zeigen, wenn ihr den Abo-Button da lassen würdet. Und wir würden nicht mal euch voll spammen, weil dafür müsst ihr die Glocke aktivieren. Wenn ihr Bock habt, nichts zu verpassen, die Glocke. Wenn ihr uns einfach nur unterstützen. Was bist du denn? Null. Ich geh raus, tschüss!
Hey, wo ist Janik denn hin? Ja, moin.